Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal die Support-Legende schlechthin. Diejenige, die immer in der Not da ist, wenn es wirklich brenzlig wird, und zwar Lifeline. Lifeline ist und bleibt meiner Meinung nach einfach die beste Support-Legende und sie ist für jeden Squad, in dem sie mitspielt, eine Bereicherung. Vor allem, wenn deine anderen zwei Teamkameraden oder nur dein einer Teamkamerad irgendeinen aggressiven Charakter spielt, ist Lifeline dazu einfach eine perfekte Ergänzung. Also bedeutet, falls ihr ja irgendwie keine Ahnung habt, welchen Champ ihr gerade spielen sollt und eure zwei Mates spielen irgendwelche aggressiven Legenden wie zum Beispiel Wraith und Octane, dann nehmt ihr einfach Lifeline und ihr könnt die absolut perfekt damit unterstützen, weil die werden reinpushen. Du bist so zwar ein bisschen an dritter Stelle, das macht aber gar nichts und naja, dann hilfst du denen quasi aus, wenn es wirklich brenzlig wird und das ist dann dein Job. Und der Job kann tatsächlich auch, wenn man den Spielstil mag, ziemlich viel Spaß machen. Und ja, apropos Spaß, wir hatten zwei übelst heftig nice Runden mit Lifeline. Leute, genießt es, lehnt euch zurück und let's go. So, ab geht's zu Lava Siphon. Ich weiß nicht, ich finde den Spot einfach geil. Da ist es einfach nicht so stressig wie auf World's Edge. Wie auf World's Edge, oder? Wir sind ja auch nicht auf World's Edge. Ey, fängt schon wieder an mit Sprachenlernen Bubble, oder was? Nee. Ist nicht so ganz stressig wie ein Fragment, aber trotzdem meistens immer eine Action. Und ja, da ist auch was gelandet. Hauptsächlich aber drüben. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil dann können wir natürlich gleich mal rüberschneiden und die fighten schon. Alles klar. Ich bin bloß mit meiner Waffenauswahl noch nicht ganz so zufrieden. Ja, die Elster, die nehme ich auf jeden Fall lieber als die Hemlock. Ich weiß nicht. Ich spiele die Hemlock seit der Season irgendwie nicht mehr. Ich weiß, also, letzte Season war sie echt noch ganz geil und ja, eigentlich hat sich ja nichts an ihr verändert, aber ich weiß nicht. Gibt einfach bessere Waffen die Season. I don't know. So, ich habe doch hier was gehört. Hier war doch auch was, ne? Oh. Yes, okay, du bist down. Sehr schön. Oh, da oben ist die nächste. Auch eine Lifeline. Dann komm mal her. Bro. Er ist mir komplett ins Gesicht reingelaufen. Boah, ey, ich dachte mir so, okay, ganz entspannt. Cleaner Tapstrafe um die Ecke oder so. Okay, alles klar. Ich dachte mir einfach so, ganz cleaner Tapstrafe um die Ecke. Und dann läuft die mir einfach direkt in mich rein. Und habe mich natürlich übel hergebremst. Ich dachte mir gerade so, what? Aber alles entspannt, wir haben sie ja bekommen. Und ich glaube, wir sind fürs Erste hier fertig. Okay, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Ach Leute, und by the way, also ab morgen gibt es dann wieder ein bisschen mehr Abwechslung. Ich weiß, es kam jetzt ziemlich oft Gameplay hintereinander, aber das lag einfach daran, weil ich in letzter Zeit extrem viel noch nebenbei zu tun hatte. Und ja, ich habe dann noch meinen PC gebaut, der ist jetzt tatsächlich auch fertig. Hat mich zwar, ja, länger gekostet als gedacht, aber dafür sieht es einfach richtig clean aus. Ich blende euch hier mal jetzt ein Bild ein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob der episch aussieht oder nicht. Also ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden. Es ist einfach ein Träumchen. Sieht übel nice aus und naja, das habe ich einfach die letzten Tage ein bisschen hingehalten. Deswegen, ja, waren die, ich glaube, 3 oder 4 Videos waren vorproduziert. Aber jetzt sind wir quasi dann mit dem Video fast wieder auf dem aktuellsten Stand und dann wird es ab morgen wahrscheinlich wieder etwas mehr Vielfalt geben und wir werden eigentlich in den nächsten Tagen schon anfangen mit den Challenges, die ihr zahlreich in die Kommentare geschrieben habt und das wird auf jeden Fall richtig nice, ich freue mich richtig drauf, wird richtig geil und ja, dann kommt natürlich auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung rein, ein bisschen mehr Formate auch. Aber ich versuche ja trotzdem, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, immer wieder so die Legenden ein bisschen durchzuwechseln, damit ich nicht die ganze Zeit mit Horizon durch die Lobby spaziere, sondern halt auch einfach für die Leute, die, ja, nicht Horizon spielen, und das werden einige sein, damit auch die sich ein bisschen was von meinem Gameplay eventuell abschauen können oder so, sich ein paar Tipps holen können durch meinen Spielstil und so, damit halt einfach jede Legende auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, das ist auch ganz nice so und ja, für das, dass es quasi, hey, was schießt du auf mich? Für das quasi, dass jetzt in den letzten Tagen wirklich ausschließlich Gameplay kommt und halt, ja, ich glaube, gestern eine Reaction, glaube ich, ist es einigermaßen okay, dass ich dann wenigstens die Legenden ein bisschen durchwechsel und ein bisschen Abwechslung versuche reinzubringen. Oh, die Eva nehme ich. Dankeschön. Ja, ich glaube, das ist akzeptabel und dann wird es, wie gesagt, in den nächsten Tagen schon die ersten Challenges geben. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Das wird, glaube ich, richtig nice. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf große Dinge freuen. Es wird viel Abwechslung geben. Und es wird einfach ultra nice. Zack. Ich glaube, ich habe hier gerade Schüsse gehört. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich denke schon. Oh, cleanes Lights hier. Und ja, hier in dem Haus ist was drin. Wusste ich doch. Ich habe doch was gehört. Oh, sogar eine Bangalore-Ult. Oh, okay.
Nein, komm her. Okay, geil, du bist auch down. Und ich glaube, da mischt sich ein anderes Team ein, kann das sein? Komm, hier, Drone. Danke. Brauche ich meinen Phoenix-Kit dafür nicht verschwenden. Das ist halt schon nice an Lifeline, ey. Kann man nichts sagen. Du hast einfach immer sozusagen, ja, ein Medikit dabei, was viel schneller geht als ein Medikit. Und kannst auch noch dann deine Mates geben. Das ist einfach geil. Diese Drohne ist nice. Oh, ich glaube, die werten Kollegen sind da. Yes. So, dann komm mal her. Wo, wo, wo? Da oben. Okay, hier nimm ein paar Nades. Lol, da unten ist ja auch noch einer. Der spielt Wingman. Oh, 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 oh. Axta. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Ich muss den versuchen, so ein bisschen zeitlich zu pushen. Der hat aber nicht schlechtes Movement, Alter. Halt Wingman-Spieler. Komm her jetzt her. Okay, nice, er ist down. So, also ich glaube, von dem gegnerischen Team sind zwei jetzt down gewesen. Da ist leider nichts für mich drin, schade. Aber es fehlt irgendwo noch einer. Es war noch irgendwo ein Mirage übrig. Ah, egal, der Mirage, der wird uns schon irgendwann früher oder später über den Weg laufen. Er kann ja gar nicht anders. So, hier noch irgendwo Energy Ammo. Hm, sieht schlecht aus. Ah, hier. LOL! What? Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Der war so gut getarnt. Der hat einfach von seinem Skin her perfekt zum Hintergrund, also zu der Wand gepasst. Oha! Richtiger Tarnkünstler hier. Das war nice. Wäre ich jetzt alleine gewesen, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Alter. Wow. Das war crazy. So, die letzten beiden Squads noch. Aber ich habe keinen Plan, wo die sind. Oh doch, ich höre was. Wusste ich doch. Wo, 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 wo? Okay, nice, der ist down. Oh, da wird gerest. Okay, du bist auch raus. Nur noch die Loba. Nice, GG's. Let's go, den Finisher bekommst du rein. Ich finde den Lifeline-Finisher so geil. Oh mein Gott. Das ist einfach der beste Lifeline-Finisher. Ist auch definitiv einer meiner Favoriten im Game. Und ich höre gerade, das andere Team kommt. Ja, ich wollte es gerade sagen. So, nehmt meine Nades. Vielleicht trifft ihr irgendeine. Oh Gott, die sind ja auch schon hier drin. Komm. Reposition. Airstrafe. Tapstrafe. Alter, nice. Einfach beste, wenn man Jumphead in sein Position einbaut. In sein Positioning. Ich liebe es. Tapstrafen. Ist einfach die beste Movement-Technik. Oh. Alter, die sind nicht schlecht. Okay, ganz kurz chillen hier. Okay. So, hier, ich fordere einfach mal aus Jux mein Care-Package an. Okay, nice, einer down. Oha. Nein, 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 nein. Nein, warum cancel ich denn? Komm her. Ist nur noch eine Lifeline, glaube ich. Let's go. Das war clean. Aber das taugt mir noch nicht tatsächlich heute. Die Runde war ein bisschen zu kurz. Komm, wir hängen noch eine hinten dran. So, neue Runde, neues Glück. Ich habe richtig Bock. Und wir landen hier mal bei Launchpad. Hier lande ich normalerweise wirklich nie. Nie, 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 nie. Ich glaube, ich bin hier wirklich die Season noch kein einziges Mal gelandet. Und letzte Season bin ich hier auch noch nie gelandet. Also, das ist wirklich ein Spot, den ich nie besuche. Aber ist auch mal interessant. Dementsprechend kenne ich hier auch die ganzen Orte, wo die Waffen liegen, nicht? Aber ich kann mich über eine PK und eine Flatline absolut nicht beschweren. Das ist geil. So, hier ist doch aber was mit uns gelandet, hätte ich gedacht. Aber die Kisten sind auch nicht offen. Hä, wo sind denn die dann bitte? Ach, lol. Oha, okay, die sind hinter uns. Die sind einfach mit uns quasi mitrotiert. Einmal im Kreis gelaufen. Okay. Hier, nimm meine Thermite.
als ob sie getroffen hat. Und ich habe keine Shield Battery. Okay, das ist schlecht. Vorsicht, vor dir ist ein Gegner. Wo ist mein Aim? Wo ist mein Aim? Oh, okay. Hier, kommt her, kommt her. Oh, es ist so geil. Nein. Ich treffe nichts. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Die pushen nicht. Die resten könnt ihr vergessen. Raus mit euch. Raus, raus, raus. Das waren sogar die Champs. Ja, lul. Okay. Boah, das war schon wieder viel zu knapp eigentlich gerade. Aber, bestes Beispiel. Lifeline hat ja so viele Buffs und ein paar Nerfs hinter sich. Oder halt auch vor allem Buff-Nerfs hinter sich. Ganz ehrlich, hätte ich den Buff jetzt für Lifeline nicht, dass ich zwei Mates gleichzeitig beleben kann, hätten wir das wahrscheinlich jetzt nicht überlebt. Also, klar, das Knockdown-Shield und so, dieses grüne Schild, was Lifeline früher beim Wiederbeleben hatte, das war schon irgendwie nice, aber es war halt erstens total auffällig. Ja, ich hab's gesehen. Und zweitens war es halt einfach, ja, irgendwie nicht so effizient, weil dann wurden die Gegner, die am Boden liegen, noch eher gefinished, als wenn kein Shield da ist. Und jetzt ist das Ganze halt einfach viel mehr stealthy und ich kann zwei Leute beleben, also ist schon nice. Oh, da rennt jemand jetzt nicht mehr. Okay, nice. Du warst ziemlich low. Es tut mir ein bisschen leid. Oha! Okay, Aim ist jetzt am Start. So, du bist erstmal raus. Nein, der Platon kommt. Nein, nein, nein! Okay. Alter! Die Flatline hat mir gerade einfach den Arsch gerettet. Weil PKM läuft halt nicht so. Ich merk schon. Als ob noch ein Team. So, du bist erstmal raus. Heavy Ammo. Oh, Gott sei Dank. Hör auf, hör auf, hör auf. Das ist eine Rampage. Ich hab Angst. Okay. Das war der letzte? Sind wir durch? Okay, geil. Nein, sind wir nicht. Ich brauche ein besseres Visier. Komm schon. Heavy Ammo. Shield Batterie. Lass hier ein geiles Visier drin sein. Oh, ein Zweier. Let's go. Noch ein anderer Squad. Oh no. Hier drin? Okay, nice, du bist down. Alter, was geht hier gerade ab? So, wo sind deine Mates? Da hinten. Er landet hier, oder? Ja, er landet hier. Nice, du bist down. Das war knapp. So, raus mit dir. Digga! Okay. Das war ein Death Slide, da konnte ich nichts machen. Das war ein bisschen ungünstig. Der hat mich auch genau in dem Moment abgeschossen. Was heißt also, ich war eh schon verlangsamt durch die Schüsse und dann habe ich auch den Slide nicht hinbekommen. Aber es ist nur noch eine, oder? Ich bin mir sicher. Ne, wobei, ein Bloodhound und eine Valkyrie. Okay, dann rein da. Ich ziehe mir noch schnell die Spritze. Ja, noch ein Squad, war klar. Okay. Da war noch einer, ne? Oh mein Gott. Lass mich wiederbeleben. Hey, hey, hey. Okay, da. Nein, falscher Knopf. Alter. Und noch ein Team? Nein. Digga, können wir nicht mal chillen und looten? Ach, egal, komm. Es gibt kein Chillen und Loot. Moment, die haben gerest? What? Und hier ist eine Ashe irgendwo. Wo? Nein, komm her, komm her, komm her. Okay, komm, Finisher. Einen der besten Finisher im Game. Let's go. Zzzzt. Komm. Zzzzt. Nice. Ich liebe diesen Finisher. Leute, ich helfe euch gleich. Lasst mich ganz kurz mal entspannen. Ganz kurz bitte entspannen. Bitte. Wo? Ach, lol.
Und es kommt noch ein Team. Alles klar. Und noch eins. Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Ich bin raus. Kommt. Und dann ist auch noch eins. Mhm. Okay. Oh, Bro, du bist übel low. Kommt hier hoch, kommt hier hoch. Okay, nice, du hast es geschafft. Nein, schon wieder falsche Taste. Was tue ich? Ich bin gerade so angespannt. Okay, nice. Du hast überlebt. Sehr geil. Oh, cracked, cracked, cracked. Ja, genau, und jetzt mischte ich das andere Team auch noch ein. Ist klar. Aber ich traue mich nicht runter zu droppen. Ich bin Lifeline, kein Push-Charakter. Auch wenn ich gerade echt Bock hätte. Aber nein. Ich spiele das Ding safe. Zwei Squads noch? Okay. Also der unter uns und irgendwo ein anderer. Okay, die haben eine Ash. Ich glaube ein Bloodhound, weil der hat mich vorhin gescannt. Und eine Wraith. Interessant. Und wo ist das andere Team? Nicht da. Ah ja. Ah, da hinten. Da hinten. Okay. Wir müssen eigentlich darauf hoffen, dass die zwei Teams gegeneinander fighten. Das wäre extrem wichtig, weil dann können wir das relativ einfach third-partyen. Ich habe doch gedacht, ich habe was gehört, beim, wo jemand klettert. Oh nein, sie ist cracked. Wir müssen auf jeden Fall das Dach halten. Valkyrie? Fighten die? Die fighten. Okay, nice. Er hat einen down. Du bist so low. Aber wo ist mein Aim? Digga, was geht hier ab? Nein. Nein, 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 nein. Wieso bist du da unten? Oh, Bro. Oh, Bro. Genau. Nein. Das überleben wir nicht, oder? Ja, okay, komm. Aber, Master, das ist keine Schande, gegen euch zu verlieren, Leute. Du warst doppelter Master in Season 8. Ja, komm. Ganz ehrlich, GG, gönne ich dir. War besser von dir, hast gut gespielt. Ist okay, aber wir hatten auf jeden Fall jetzt zwei nice Runden. Vor allem die letzte, die war einfach geil. Alright, Leute, das waren nochmal zwei mega nice Runden mit Lifeline. Also da kann man nichts sagen. Vor allem die letzte war halt richtig, richtig geil. Und by the way, kann es sein, dass ich Lifeline noch nie in einem Video gespielt habe? Ich glaube halt echt. Also es gab einmal ein Video, da haben wir halt einen weiteren Teil der 4K-Badge-Series gemacht. Fast 5000 Schaden und eine 20-Bomb haben wir mit ihr aufgestellt. By the way, falls ihr das Video sehen wollt, jetzt oben rechts verlinkt. Aber ansonsten hatte ich die noch nie bei einem, ich sag mal, normalen Gameplay dabei. Oha, das ist ja fast schon Jubiläum für Lifeline. Lifeline, fühl dich geehrt. Schön, dass du heute am Start warst. Du hast auf jeden Fall gute Dienste geleistet. Sowohl mir als auch meine Mates hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, was ich an Lifeline so geil finde. Sie ist erstens ein sehr, sehr kleiner Charakter, hat deswegen auch eine sehr, sehr kleine Hitbox, kann nicht so leicht getroffen werden, weil sie sehr schmal und dünn ist. Und ihre Animationen sind so verdammt schnell. Sie fühlt sich einfach wirklich extrem schnell an. Und wenn ich so darüber nachdenke, fühlt sie sich tatsächlich von den Animationen her, also ihr wisst, alle Legenden in Apex sind gleich schnell. Die Animationen sind einfach bloß langsamer. Zum Beispiel bei einem Gibby wackeln die Arme halt nicht so schnell wie bei zum Beispiel einer Lifeline. Aber ich habe das Gefühl, dass Lifeline tatsächlich die schnellsten Animationen im Spiel hat. Leute, falls ihr darüber mehr wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und naja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, positive Bewertung da lassen. Und natürlich, Leute, falls ihr weiterhin Bock auf solche spannenden Gameplays habt, immer die neuesten News rund um Apex Legends erfahren wollt und natürlich die besten Guides von mir bekommen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich extrem freuen und du verpasst definitiv kein Video mehr. Leute, war eine schöne Runde, beziehungsweise zwei schöne Runden. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video mit dann etwas mehr Abwechslung und wir werden in ein paar Tagen mit den Challenges beginnen. Leute, freut euch drauf, seid am Start und ciao!